So, 1,50 € im Einkauf plus Versand. Einen runterholen, zwei im Sinn. 6,99. Ja, guter Preis, oder? Hallo und herzlich willkommen beim Unternehmerkanal. Mein Name ist Hendrik und in diesem Video zeige ich dir unsere kostenlose Tabelle, mit dem du den perfekten Preis für dein Amazon-Produkt errechnen kannst, vorher herausfinden kannst, ob das Produkt wirklich gut geeignet ist oder du lieber ein anderes angehen kannst und wo du weitere kaufmännische Faktoren errechnen kannst, wie zum Beispiel die Auswirkungen von Retourenquoten und so weiter. All das gibt es in einer kostenlosen Tabelle, die findet ihr direkt hier unten drunter und die könnt ihr euch gerne einfach herunterladen. Ich würde sagen, wir labern gar nicht lange drum herum, sondern steigen mal direkt in die Tabelle ein, wie das Ganze aussieht und gehen einzeln durch, was ihr wo ausfüllen müsst. Ihr seht schon hier auf der Anleitungsseite, das ist das erste Blatt. Das Ganze ist in Kooperation entstanden mit AMZ Services. Das ist im Prinzip so ein Zusammenschluss aus Händlern, wo ich auch Mitglied bin. Und dort geben wir einfach unsere Erfahrung, unser Know-how und unsere Ressourcen sozusagen weiter an andere Händler und helfen ihnen damit einfach bessere Amazon-Unternehmen zu führen, beziehungsweise bessere E-Commerce-Unternehmen zu führen. Wen das interessiert, schaut gerne mal vorbei. Unten drunter findet ihr einen Gutschein für Erstbesteller. Wie gesagt, wirklich nur für die erste Bestellung gültig, weil wir momentan ziemlich viele Anfragen haben. Deswegen können wir das nicht schon für oder nicht auch für Bestandskunden anbieten. Ich glaube, das ist ziemlich klar. Gut, ansonsten würde ich sagen, wir schauen mal direkt im Bereich Nischenfindung rein. Und hier geht es darum, erstmal herauszufinden, welches Produkt für dich wirklich gut geeignet ist, welche Nische ist wirklich gut für dich geeignet. Hier, das Ganze basiert auf verschiedenen Videos, die sind auch hier nochmal jeweils verlinkt. Also hier zum Beispiel, da findet ihr dann die weiteren Infos oder auch auf unserer Website findet ihr noch die Blogposts, wo die einzelnen Gründe dafür erklärt sind, warum jetzt zum Beispiel gut ist, wenn es mehrere verwandte Produkte da gibt oder ähnliche Dinge. Dann solltet ihr das auf jeden Fall, oder falls euch das nicht klar ist, findet ihr noch weitere Informationen. Ich denke aber, dass es ziemlich selbsterklärend und einleuchtend ist, deswegen gehe ich einfach mal nur auf die Bedienung der Tabelle. Alles, was hier diesen hellgrünen Hintergrund hat, all das muss von euch ausgefüllt werden. Das heißt, hier könnt ihr jetzt keine Ziffer einfach eintragen, sondern hier rechts seht ihr so einen kleinen dreieckigen Pfeil und dann öffnet sich hier ein Dropdown-Menü, sodass ihr einfach auswählen könnt, okay, es gibt zum Beispiel noch sieben weitere Produkte zu meiner Knoblauchpresse, weil es gibt irgendwie noch eine, ja, keine Ahnung, was auch immer im Bereich Küche und Haushalt, denkt euch das selber aus. Wie viele der folgenden Eigenschaften hat dein Produkt? Hier dann einfach auch wieder genau das Gleiche im Dropdown auswählen, wie viele das sind und so weiter und so fort. Das Gleiche gibt es nochmal mit Ja und Nein. Hin und wieder gibt es auch noch so Zahlenfelder, also hier zum Beispiel, wie viel wiegt dein Produkt in Kilo? Dann einfach hier mit einem Komma eintragen, 0,5, 1,5, was auch immer. Also es gibt auch Zahlenfelder und ansonsten sind es größtenteils Dropdown-Menüs. Das Ganze führt dann zu einer Bewertung direkt hier unten drunter und ihr seht, okay, dieses Produkt, was ich jetzt einfach mal fiktiv erfunden habe, würde jetzt zum Beispiel 90% der Bewertung bekommen. Das höchste ist 100%, das niedrigste 0, ist glaube ich ziemlich einleuchtend. Und ganz wichtig, es gibt nicht eine Skala, wo man sagt, ab Prozentzahl X solltest du auf jeden Fall das Produkt angehen oder bei Y solltest du es sein lassen, sondern das Ganze musst du im Vergleich setzen zu anderen Produkten, die für dich relevant sind. Das heißt, jemand, der zum Beispiel schon ganz, ganz viel Erfahrung im Bereich oder in einer bestimmten Nische hat, der wird für das gleiche Produkt eine ganz, ganz andere Anzahl bekommen, eine ganz andere Prozentzahl als du selber, weil er viel, viel bessere Voraussetzungen hat, weil er zum Beispiel schon ein Zielgruppenbesitzer ist und einfach zu seinem Küchen- und Kochblock noch irgendwelche Muffinförmchen verkaufen kann, dann wird diese Muffinform für ihn wahrscheinlich eine viel höhere Punktzahl haben als für dich. Das ist alles über die Fragen darin abgebildet. Deswegen, wie gesagt, es gibt keine feste Skala. Es ist für dich, um zu unterscheiden, wenn du zwischen drei verschiedenen Produkten schwankst oder fünf oder 500, welches Produkt du in welcher Reihenfolge angehen solltest. Da sind wie gesagt nochmal weitere Videos verlinkt, wo ihr noch weitere Informationen bekommt. Schaut euch die gerne auch an. Da gibt es noch ganz, ganz viel zum Thema Produktfotos zum Beispiel. Wie finde ich die richtige Nische, wie das richtige Produkt und so weiter. Schaut euch das gerne an. Dann kommen wir in den Bereich FBA. Das heißt, hier werden also die Versandkosten für Amazon FBA berechnet. Das ist eine Sache, die ganz, ganz häufig gefragt wird. Wie viel muss ich denn für den Versand einkalkulieren? Und das geht hiermit sehr, sehr einfach. Das heißt, hier gibst du an, ob es ein Medienprodukt ist oder nicht. Medienprodukt heißt DVD, Videokassette und was es sonst auch so für Sachen gibt. Das Gewicht ist wichtig, Länge, Breite, Höhe. Dann wird darüber das Volumen und das Gurtmaß errechnet. Und ihr bekommt hier schon mal direkt die Antwort, kann das überhaupt mit Amazon versendet werden oder halt auch nicht. Dann findet ihr hier über das Volumen noch die Lagerkosten pro Monat. Dann die Absatzdauer in Monaten, das wird über eine andere, ach nee, das müsst ihr selbst eintragen, sorry. Und durchschnittlicher Lagerbestand auch. Das könnt ihr hier im Bereich Einkauf gleich noch feststellen, wie viele, ja, wie viele ihr einkauft und so weiter. Das heißt, das braucht ihr nicht ausfüllen. Ich gehe nochmal wieder zurück.
Die durchschnittlichen Lagerkosten werden euch dann hier angegeben in dunkelgrün. Die Lagerkosten auf die gesamte Laufzeit auch. Und ihr seht dann hier auf jeden Fall nochmal, wie das Ganze verpackt wird. Müsst ihr noch kurz eingeben. Und dann seht ihr das Gesamtgewicht. Hier unten drunter dann die Versandkosten. Das braucht euch jetzt noch nicht so wirklich interessieren. Wichtig ist, ihr könnt hier noch den Etikettierservice zum Beispiel anwählen, abwählen. Das ist, wenn Amazon das Etikett für euch aufklebt. Plus diese ganzen anderen Zusatzdienstleistungen, die es noch gibt, Folien, Beutel und so weiter und so fort. Im Bereich Einkauf, das sind jetzt die Informationen, die ihr von eurem Verkäufer bekommt, größtenteils. Also wenn ihr zum Beispiel in China einkauft oder irgendwo in Asien, dann kriegt ihr zum Beispiel den Preis in US-Dollar gesagt und ihr sagt zum Beispiel, wir nehmen 500 Stück, dann tragt ihr hier den aktuellen US-Dollar-Kurs ein, den findet ihr zum Beispiel einfach bei Google Finance oder Yahoo Finance. Einfach mal eingeben, aktueller Euro-US-Dollar-Kurs und dann seht ihr, was ihr hier eintragen müsst. Hier dann einfach die Kosten in US-Dollar, das sind jetzt zum Beispiel mal in dem Beispiel, das ist einfach ein fiktives Produkt, 9 Dollar, das wird dann direkt umgerechnet in Euro, weil für uns natürlich nur der Europreis relevant ist. Wir können die Buchhaltung nicht in Dollar machen, deswegen ist der Europreis auch für die weitere Berechnung wichtig. Dann hier, dieses hellgrüne muss wieder ausgefüllt werden, wie viel ihr für die gesamte Menge, also zum Beispiel 500 Stück an Frachtkosten bezahlt. Das wird dann auf einen Einzelartikel umgelegt, jetzt in dem Fall zum Beispiel 1,50 Euro. Dann wird der Zollwert insgesamt errechnet. Das geht automatisch über die Bestellmenge und so weiter und so fort. Hier müsst ihr eigentlich nichts machen, außer den Zollwert eintragen. Da findet ihr hier rechts die beiden Links, mit denen das sehr, sehr schnell geht. Also einfach auf die Seite gehen, beziehungsweise auf diese zwei Seiten und dann findet ihr dort den Zollsatz. Dann die Einfuhrumsatzsteuer, die wird nicht weiter berechnet oder weiter berücksichtigt. Die ist einfach nur dafür da, damit ihr die in der Liquiditätsplanung berücksichtigen könnt. Denn ihr habt sie ja in der Regel bei der nächsten Umsatzsteuervoranmeldung über den Vorsteuerabzug, könnt ihr euch das wiederholen. Das ist also nur kurzfristig woanders geparkt, nämlich beim Finanzamt, aber ist ja für die Kosten nicht wirklich relevant. Das ist jetzt eigentlich so der Part Einkauf. Ziemlich einfach, schnell ausgefüllt, aber das Spannende passiert dann hier. Das heißt, hier trägt man ein, wie viel man pro Monat ungefähr verkaufen wird, was man schätzt. Und dann sieht man dann hier, wie sich das Ganze aufteilt. Das heißt also, in Rot seht ihr, was hier an die Amazon-Kosten geht. Dann sieht man hier die Stückkosten in dunkelgrün und in hellgrün, das ist dann der Nettogewinn, also 37%. Hier links hat man das Ganze dann nochmal aufgeteilt, Entschuldigung, war ein bisschen zur Seite gezoomt. Hier hat man das Ganze nochmal genau aufgeschlüsselt, wo das Ganze hingeht. Man muss noch einige Sachen definieren, zum Beispiel fangen wir mal hier oben an, also wie viel man pro Monat verkaufen möchte, was der Verkaufspreis brutto ist, also der Endpreis, den auch der Endkonsument sieht, was auf der Amazon-Seite quasi dargestellt ist, das solltet ihr hier eintragen. Dann natürlich noch euren Mehrwertsteuersatz, das ist bei den meisten Leuten 19%. Verkaufspreis netto, das ist dann einfach nur die Abrechnung von oben und das Ganze dann halt nochmal auf Monat bzw. auf die Gesamtdauer hochgerechnet. Und dann tragt ihr hier noch eure Verkaufskategorie ein, weil danach richtet sich, wie viel Gebühren Amazon nimmt für ihre Transaktionsleistung sozusagen, für die Vermittlung von Kunden und Verkäufer. Bei mir ist das jetzt zum Beispiel Sport und Freizeit, das sind dann 15%, aber es gibt auch andere Kategorien wie zum Beispiel Elektronik, wo dann einfach nur 5% zum Beispiel anfallen. Also da bitte die richtige Kategorie auswählen und dann seht ihr hier ganz genau, wie viel an wen geht. Also hier zum Beispiel wird automatisch alles eingerechnet, was beim FBA-Bereich errechnet wurde, wie viel für den Versand drauf geht, wie viel für Lagerkosten und so weiter. Und ihr seht, dass hier insgesamt 9,23 Euro dann an Amazon gehen würden von diesen 25, die eigentlich euch gehören. Dann seht ihr natürlich noch im Bereich Einkauf haben wir noch die Einkaufskosten quasi definiert. Deswegen wissen wir ja schon, wie viel uns das Produkt selbst im Import kostet. Und dann seht ihr hier unten dann den Nettoerlös und die Stückkosten. Das heißt also hier in dieser Zeile steht dann euer Nettogewinn pro Artikel, pro Verkauf. Erzielt ihr jetzt bei 29,95 Euro zum Beispiel 5,69 Euro. Hier unten drunter dann nochmal eure Marge bzw. Handelsspanne. Das sind Kennziffern, die alle, die aus dem kaufmännischen Bereich kommen, jetzt sehr zu schätzen wissen werden. Das ist nochmal eine ganz interessante Sache, gerade wenn man mehrere Produkte hat und sagt, okay, ich möchte eigentlich nie unter zum Beispiel 20% gehen, dann hilft einem das, wenn man einfach sagt, okay, ich möchte jetzt hier oder ich modifiziere den Preis so lange, bis ich hier meine Marge X habe zum Beispiel. Preismodifizieren ist die richtige Sache, das heißt, ihr könnt hier auch mal ein bisschen rumspielen und sagen, was passiert eigentlich, wenn ich stattdessen mal 34,95 nehme, dann sehen wir, okay, hier geht der Nettogewinn gleich hoch um knapp 4 Euro. Wie gesagt, spielt damit rum und schaut mal, wie sich das auf euren Verkaufspreis auswirkt, beziehungsweise auf eure internen Metriken und Kennzahlen und im Bereich Retourenauswirkungen, das ist eigentlich noch ziemlich interessant, gerade im weiteren Verlauf. Wenn man jetzt sagt, okay,
Ich möchte mal wissen, wie viel kostet das, wenn eine Retoure zurückkommt? Das ist nämlich eine Sache, die viele gar nicht einkalkulieren und viele vergessen, dass natürlich nicht 100% auch beim Kunden nach dem Verkauf verbleiben wird, sondern ein Anteil geht zurück. Da gibt es zwei Sachen, die ihr ausfüllen müsst. Das ist einmal die Retourenquote und der Preis für die Retourenannahme. Hier findet ihr, also das ist diese Zahl hier, das findest du im Bereich Amazon Services Europe Business Solutions Vertrag. Den habt ihr ganz am Anfang bei der Anmeldung mal irgendwann unterschrieben bzw. zugestellt bekommen. Einfach mal in eurem E-Mail-Postfach suchen. Und dann findet ihr das Ganze. Bei vielen ist das noch 5 Euro. Es gibt aber verschiedene Variationen und deswegen guckt da auf jeden Fall nochmal nach, wie viel das wirklich ist. Dann rechts daneben die Retourenquote. Wie viel Prozent kommt zurück? Das ist natürlich nochmal eine interessante Zusatzinfo. Und dann findet ihr hier, je nachdem, wie viele davon wirklich defekt sind oder wie viele wiederverwendet werden können, quasi, wie sich das auf euren Gewinn auswirkt. Hier rechts seht ihr dann nochmal eine schöne Grafik dazu, wie sich das Ganze dann auf euren Gewinn ja, auswirkt einfach und ob sich das Ganze bei einer recht hohen Retourenquote immer noch lohnt. Das ist jetzt also unsere Tabelle. Wie gesagt, das waren ziemlich viele Sachen auf einmal, aber schaut einfach mal durch. Wie gesagt, alles, was hellgrün unterlegt ist, solltet ihr ausfüllen und dann könnt ihr einfach mal verschiedene Konstellationen durchrechnen und im Voraus bestimmen, lohnt sich das wirklich, dieses Produkt zu bestellen, zu verkaufen, zu vertreiben? Bei welchem Preis lohnt sich das? Muss ich vielleicht oder kann ich das Preisdumping von meinen Mitbewerbern mitgehen oder sollte ich an irgendeiner bestimmten Stelle mal stoppen, weil sich das einfach nicht mehr so wirklich lohnt? Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Info und eine Sache, die auf unserem Kanal noch gefehlt hat. Wenn ich irgendwas vergessen habe oder ihr weitere Fragen, Hinweise, Informationen und so weiter habt, bitte schreibt mir gerne hier unten drunter in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Auch Feedback zu der Tabelle, übersichtlich, unübersichtlich, gerne alles unten in die Kommentare rein. Wenn dir das Video gefallen hat und weitergeholfen hat, gebt uns doch bitte einen Daumen nach oben. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere gerne diesen Kanal. Dann bekommst du regelmäßig Updates, wenn wir neue Videos veröffentlichen. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit und bis bald. Ciao.